Servus Waldmusi-Fans, es ist wieder Wochenende, das heißt, es ist wieder Zeit für Wochenendsongs. Heute bin ich zu Gast beim Vogelmeier. Grüß dich, Vogelmeier. Servus Alex, grüß dich. Schön, dass du Zeit hast heute für mich. Jawohl, freut mich, dass du da bist. Vogelmeier, du heißt ja gar nicht Vogelmeier, oder? Nein, ich heiße nur Thomas Meier, aber das ist so ein langweiliger Name, dass ich mir damals vor 20 Jahren gedacht habe, ich brauche irgendwie einen guten Künstlernamen und jetzt mal das Vogelmeier in den Sinn gekommen und seitdem bin ich mit dem Namen unterwegs. Aber Vogelmeier hat nichts damit zum Tor, weil du einen Vogel hast oder so? Ja, manche behaupten es schon, vielleicht ist ein bisschen Wahrheit drinnen, aber hat eigentlich nichts damit zum Tor. Spaß beiseite. Ich möchte das Interview starten mit ein paar Begriffe. Gerne. Zu denen, die du einfach kurz zwei, drei Sätze sagst, was dir gerade einfällt. Der erste Begriff war Kabarett. Mein Hauptberuf, meine Leidenschaft, nicht nur Beruf, sondern auch Berufung, macht Spaß, möchte ja gerne ein paar weitermachen. Gut. Jetzt hast du schon fast ein wenig auf den nächsten Begriff übergeleitet, Selbstständigkeit. Ja, wie es immer so schön heißt, der klassische Spruch, selbst und ständig, ist viel Arbeit, macht aber natürlich auch Spaß. Man empfindet nicht jede Stunde, die man in das hinein investiert, in das eigene Projekt, unbedingt als Arbeit. Aber es ist halt schon so, dass man permanent dahinter sein muss, dass er läuft. Okay. Ein weiterer Begriff, Heimat. Ganz wichtig, ich bin ein heimatverbundener Mensch, bin aber ein weltoffener und toleranter Mensch. Das muss man immer da dazu sagen, wenn man halt den Begriff heimatverbunden verwendet. Aber ich bin gerne in Bayern daheim, weil ich halt auch weiß, wo haben die Stärken und die Schwächen der Mentalität dieser Menschen, die hier wohnen und deswegen kann ich mich da gut frei bewegen und gut mit den Leuten umgehen und fühle mich da einfach daheim. Aber ich war noch nie woanders, also gut. Daheim zumindest nicht. Freizeit. Freizeit ist was ganz was Wichtiges. Das ist vielleicht auch immer ein bisschen zu knapp bemessen, wenn man viel arbeitet. Aber Freizeit ist ein ganz wichtiges Gut, also Zeit an und für sich. Man wird ja eigentlich jünger und je älter das man wird, umso mehr merkt man, wie wichtig die Zeit eigentlich ist und deswegen hat einen hohen Stellenwert. Auf den ein oder anderen Begriff und auf die ein oder andere Ausführung werden wir natürlich im Laufe des Videos noch zum Sprecher kommen. Das mit der Heimat möchte ich jetzt nochmal ganz kurz aufgreifen. Mhm. Wo bist du daheim? Es ist ja Waldmusi, ich habe vorrangige Künstler aus dem Bayerischen Wald, aber die haben jetzt ein bisschen außer von müssen. Ja, wir haben also definitionsgemäß sind wir noch im Wald, weil der Wald geht ja immer Ernterheuter Donau los und wir sind im Landkreis Straubing, Ernterheuter Donau, also auf der Waldseite. Der Straubinger Landkreis unterteilt sich ja in Gäuboden und in die Waldseite und wir sind da in Mitterfels. Da geht der bayerische Wald gerade los, aber natürlich mit einem echten Weitler kann man das nicht vergleichen, die Leute bei uns, aber ich sage mal jetzt Mitterfels, da geht der Wald gerade langsam so an, aber erst ganz langsam. Also fühlst dich du als Weitler? Boah, also wenn ich zu euch nach Ringen fahre, da wo die Waldmusi daheim ist und wo es auch herkommt, da merke ich natürlich, dass ich kein Weitler bin. Wenn ich jetzt einen Auftritt in Karlsruhe in Baden-Württemberg habe, dann kann man schon gerne mal mit dem kokettieren ein bisschen mit dem Thema Liebäugeln, zum sagen, ich komme aus dem bayerischen Wald, aber so ein richtiger Weitler bin ich eigentlich nicht. Okay. Genau. Aber auch keiner aus dem Gaiboden. Das ist so ein, ja, also ich komme ursprünglich aus Parkstetten, das ist natürlich auch schon Ernterheuer Donau, ist aber eigentlich bei Straubing, aber da ist die Donau 3 Kilometer weit weg. Also von dem her, da geht der Wald wirklich nicht los. Also in Parkstetten, die sind Kohlweitler. Aber ich sage mal, da, ja, jetzt wohne ich mittlerweile in Mitterfels, habe da meinen Lebensmittelpunkt gefunden, da geht es halt langsam los. Weil ich darf mich einfach als Niederbayer oder als Bayer gut sein. Lass mal stehen so, das ist ganz gut. Also genau. So. Wir haben schon angesprochen, du machst das hauptberuflich seit mehreren Jahren. Ich möchte aber, bevor wir auf das zum Sprecher kommen, erst einmal auf die Anfänge wenn ich zum Sprecher kommen. Doch schon seit 20 oder über 20 Jahren wieder auf der Bühne. Über 20 Jahre, ja. Also 2003 habe ich angefangen, erster Auftritt damals. Mhm. Und dann ist es halt langsam losgegangen. Ich habe so als gesellschaftskritischer Liedermacher begonnen, so in jungen Jahren. Jetzt bin ich ja 42, damals habe ich da, war ich dann 21, wo ich angefangen habe. Also mit Sturm und Drang, wenn man das damals so hat. Da wollte man nur die Welt verändern, oder? Da wollte man die Welt verändern, die Welt zu einem besseren Ort machen. Eigentlich möchte man vielleicht in gewissen Teilen immer noch, aber man ein gewisser Realismus hat dann natürlich eingeholt und man wird auch konservativer mit zunehmendem Alter. Das ist ja ein allgemeiner Trend. Aber wie gesagt, damals war das alles sehr gesellschaftskritisch. Ich habe da keine Ahnung. Sachen gesungen und präsentiert, was also beim Katholischen Frauenbund oder bei der Münchner SPD, okay, wo ich sage, das darf ich halt einfach nicht mehr machen, das darf ich mir gar nicht mehr trauen oder erlauben, weil man so frech und so forsch gar nicht auftreten darf, also eigentlich oder eher fast schon unverschämt die Leute im Publikum so vor den Kopf stoßen dürfen, das kannst du eigentlich fast nicht bringen. Da muss ich sagen, da war ich damals richtig krass und radikal unterwegs. Und das hat aber auch viel Leute gefallen und das ist auch gut okay, aber das hat sich natürlich im Laufe der Zeit
verändert, so wie man sich als Mensch auch verändert, hat sich auch das, die Bühnendarbietung und auch die Künstlerfigur Vogelmeier verändert. Mhm. Ist das jetzt nur, wenn du sagst, bezogen auf deine Person oder auf deine künstlerische Figur Vogelmeier, oder hat sich da im Kabarett deiner Meinung nach allgemein was verändert? Da hat sich allgemein was verändert. Die Leute, die wollen Unterhaltung, die wollen was Lustiges erleben, wenn die am Samstag oder Freitagabend einen Eintritt zahlen, dann wollen die da Unterhaltung und Gaudi und nicht irgendwie die schweren Themen unserer heutigen Zeit da dann auch noch im kabarettistisch irgendwie aufgearbeitet sehen, sondern die wollen einfach lachen, die wollen ein paar Häume Bier trinken, die wollen gut essen, die wollen ein paar Schenkelklopfer, die wollen vielleicht auch was den Geist etwas anregt. Und ich sage mal, man muss immer, glaube ich, ein Programm machen, das für die Leute attraktiv wirkt, in dem Sinn, dass man sagt, die können da was mitnehmen fürs Hirn und für den Geist, aber man kann sie einfach auch nur berieseln lassen und kann einfach nur das als Humor und Gaudi konsumieren. Und diesen Spagat muss man irgendwie schaffen, dass für beide Seiten was dabei ist, dass man das Angebot schafft, was mitzunehmen, aber dass man es auch ganz ohne, dass man was mitnimmt. Ganz interessant, ja. Also ich glaube, das ist schon eine Gratwanderung. Genau. Wenn du deine Programme schreibst, welche Liedl du einbringst, dass das nicht zu überfordert ist. Es darf nicht zu blöd sein, es darf nicht zu flach sein, es darf aber auch nicht zu anspruchsvoll sein, es darf auch nicht zu hochgestochen sein, also es muss auch ein bisschen. Das bleibt dann immer verübrigt. Es darf nicht die ganze Zeit unter der Gürtellinie dahingehen, das darf es auch nicht. Aber es muss ab und zu einen Ausflug unter die Gürtellinie machen, weil sonst war es auch nichts, weil dann war es langweilig. Ja, genau. Also man muss das richtig präsentieren. Ich glaube, man muss die Leute sagen, dass man sich selber als Künstler nicht so ernst nimmt. Man muss einmal dann ab und zu einen Ausflug unter die Gürtellinie machen, muss aber wieder den Weg zurückfinden und einfach ein bisschen frivol darf es ab und zu schon sagen. Man muss es halt richtig präsentieren. Und du musst einfach, der Funke der Sympathie muss zwischen Künstler und Publikum überspringen innerhalb der ersten Sekunden oder Minuten des Auftritts. Mhm. Und dann, wenn die wissen, der nimmt sich selber nicht so ernst, hat der oder einen gesunden Humor, das ist einer von uns, dann wissen die Leute, dann weiß man, es funktioniert, dann fühlen sich die Leute wohl und dann passt es auch so. Und dann wird auch ein Witz oder ein Gag, der vielleicht auch ein bisschen über den individuellen persönlichen Geschmack des im Publikum sitzenden Zuhörers, wenn das einmal kurz überschritten wird, die Grenze ist eigentlich so schlimm, weil es ist ja der Vogelmeier da vorne, der das sagt und der meint, wird das sowieso alles in den Augen zwinkern. Und das ist ganz wichtig, dass man die Atmosphäre schafft. Mhm. Deswegen kommen manche Witze, die man im Kabarett macht, dann am 2-Stunden-Abend dort machen, aber auch in einem Stadtfest, wo die Leute die ganze Zeit vorbeirennen von links nach rechts, wo man Stunden spielt und die Leute haben sich noch nie im Vorfeld mit mir als Künstler beschäftigt, kann man nicht erwarten, dass die das richtig interpretieren. Ah, über das hat man noch gar keine Gedanken gemacht. Nein, da musst du schon was machen. Weil auf einem Kabarettabend, das muss halt dein Hauptjob sein. Also, du bist immer Kabarettist oder Musikkabarettist in meinem Fall, wenn du irgendwo auftrittst, aber ich sag mal bei einem Stadtfest, wo du um 3 Nachmittag spielst, wo die Oma und die Kleinkinder dabei sind, da bist du eher als humoristischer Unterhaltungsdienstleister gebucht und musst das dann da entsprechend abliefern. Und wenn du einen Kabarettabend spielst, dann wird natürlich auch erwartet, dass da mal gesellschaftskritische Spitzen und ein wenig was auch grenzwertigere Themen raushaust oder ansprichst oder Gags präsentierst. Und da funktioniert es aber, weil sich die Leute in der Gesamtheit des Programms manche grenzwertigen Witze richtig einzuordnen wissen oder grenzwertigen Humor richtig einordnen können, während jemand, der am Stopp ist, nur seit 5 Minuten erst da sitzt und Viere schaut, der schüttelt den Kopf, muss ich setzen lassen, das beschwert sich vielleicht bei der Stadt. Das genau. Lust mir lieber bleiben. Genau, da muss man schon ganz genau aufpassen. Also, natürlich auch als, ich meine, das spricht da viel aus Erfahrung, also habe natürlich auch schon entsprechende Erfahrungen gemacht, vielleicht einmal den einen oder anderen Witz an der falschen Stelle präsentiert, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, die Frage ist in mir auch gerade aufgekommen, da macht man auch über die Jahrzehnte eine negative Erfahrung und tritt in ein Fettnäpfchen oder... Ja, natürlich, also ich hab schon 1500 Auftritte gespielt und wenn ein Abend läuft und es läuft super dahin, dann ist ja alles wunderbar, dann ist das kein Problem, wenn du sagst, die Wiesn ist, dann geht sie warm auf, wasch dahin. Aber wenn es einmal nicht so läuft, aus irgendwelchen Gründen, dann ist halt die große Kunst, liegt dann darin, dass man wirklich in dem Moment analysiert, an wo es liegt es denn. Also während man spielt und sein Programm präsentiert, muss man analysieren, an wo es liegt es. Wollte ich gerade sagen, geht das noch? Das geht. Dass man da noch. Aber das ist schon die große Kunst dann. Die neue Richtung. Ja, das ist dann schon die hohe Kunst und das hängt auch ein bisschen vom. Also das ist nicht jeden Tag gleich, dass man das dann immer gleich gut könnte, aber meistens gelingt es dann schon, wenn man sich wirklich damit auseinandersetzt und sagt, was mache ich jetzt, um das noch ein bisschen besser hinzubekommen. Dann war meine nächste Frage, kann man dann auch an so einem Abend, ich meine, das Programm ist ja eigentlich ein festes Gerüst, also ja, die Abfolge ist geil, aber kann man da noch schon eine Stellschraube irgendwie sagen, den Witz mache ich jetzt nicht? Ja, oder? Genau. Okay. Da macht man das nicht, dafür machen wir was anderes und das merkt man dann auch, also, was dann gut funktioniert oder was nicht. Oder wenn man schon ein Publikum hat, das von Haus aus ein bisschen
nicht so mitgeht, dann lassen wir mal einen grenzwertigen Gag oder sowas weg. Weißt du, also bei anderen, die sich unter den Tisch einwerfen, der von Anfang an schon, halt schon funktioniert. Mhm. Und schon kann man das Ganze durch leichte Nuancen, die man verändert, schon in eine ganz andere Richtung lenken. Mhm. Aber das geht auch nur, weil man die Erfahrung in deinem Fall Erfahrung. Weil du die Erfahrung hast, dass du schon auf und gespielt hast, wo das so war, und dann beim Heimfahren im Auto ist dir dann eingefallen, ach, hätte ich das und das anders gemacht, dann wäre es vielleicht besser verlaufen. Mhm. Und beim nächsten Mal weiß man halt dann, okay, vielleicht wäre die oder die Maßnahme jetzt ganz gut. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo spiele und es ist Eintritt frei in der Firmenfeier oder irgendwas, mhm, und ich merke, dass irgendwo eine Unruhe aufkommt, wo sie welche unterhalten, weil dann gehst du jetzt dann in die Ski und machst mit denen halt irgendwas einen Gag und sprichst halt die Ose, dass sie es hoffentlich auf subtile Art und Weise verstehen, spannend, dass man vielleicht was einhalten kann, weil die Firma und Hafer geht halt für den Künstler und das funktioniert dann oft, manchmal funktioniert es auch nicht, aber es gibt dann schon so Möglichkeiten, wie der Lehrer halt in der Schule, ja, sobald irgendwo eine Unruhe herrt, auftritt, dass man den Regelsführer packt und den nachher genau, identifizieren und dann. Genau. Okay. Und das, so ist es halt im Kabarett eigentlich auch. Und, da gibt es ja gerade verschiedene Methoden. Also ich bin jetzt zwar nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich denke mal, jemand, der das schon 40, 50 Jahre macht, der hat da vielleicht nochmal ganz andere Entertainer-Fähigkeiten. Aber mit der Zeit wächst man halt da rein und man lernt sein Handwerk und wie man jetzt halt schon ein paar Mal gemacht hat, dann wird man halt auch mit der Zeit gut darin. Thomas, irgendwann, so vor 8, 9, 10 Jahren, hast du gemerkt, dass das mehr ist als nur ein Hobby. Ja, so ist es. Also, so, ich mache das seit 2015 jetzt hauptberuflich. Und ja, macht Spaß. Und bist wahnsinnig viel unterwegs, oder? Ja, ich spiele so um die 200 Mal im Jahr. Wow. Also, es ist schon viel. Ja. Schon, also, wenn man jetzt so meint, ja, mein, da hat er seinen Job an den Nagel gehängt und tut da ein bisschen an die Wochenende umeinander spielen, einmal jeden zweiten Samstag. Nein. Weit gefehlt, oder? Nein, das ist schon so, dass ich eigentlich in der Woche so um die 4 Auftritte habe, ja, also 52 Wochen gibt es. Ja. Eine Woche machst du einen Urlaub, dann ist einmal Weihnachten. Also es ist schon so, dass und viermal in der Woche, also mehr als jeden zweiten Tag stehst du dann schon auf der Bühne. Es steckt ja auch mehr dahinter als nur der Auftritt an sich. Wahrscheinlich kann man sogar sagen, dass prozentual gesehen der Auftritt an sich, das auf der Bühne steht, das Urwängste ist von der ganzen Selbstständigkeit, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so auf der Tat in der Regel mit Hiefern aufbauen, abbauen, hin und her und so zwischen 8 und 10 Stunden. Spielen selber durch 2 Stunden. Dann steckt man so viel drumherum und du musst einmal eine neue CD machen, du musst die dann auch entsprechend promoten. Du musst an tollen YouTube-Videos teilnehmen. Also nicht müssen. Du darfst, Entschuldigung, man darf, genau, man darf an so Videos partizipieren und so einen tollen Reihen, wie bei der Waldmusik. Ja. Und man muss halt dann auch ein neues Plakat entwerfen, du musst ein neues Tool entwerfen, du musst ein neues Programm machen, du musst kreative Ideen haben, du musst das ganze Social Media Zeug bedienen, du musst immer wieder präsent sein. Du musst eine Steuererklärung machen, ja, du musst, also was weiß ich, keine Ahnung. Also, ja, und das meiste von dem, was du jetzt gerade aufgezählt hast, machst du selber? Ja, das meiste mache ich selber. Ich habe natürlich für ein paar spezielle Sachen externe Dienstleister, die da das mit übernehmen, wie mein Münchner Musiklabel oder auch mein Verlag, der meine Bücher vertreibt. Mhm. Aber ansonsten das ganze Booking und die Organisation meiner Auftritte mache ich selber, aber ich denke, ich kann mich selber am besten verkaufen für das, was ich mache, weil ich bin natürlich ein Musikkabarettist, aber auf einer gewissen Ebene bin ich auch eins und zwar ein hochspezialisierter Nischenkünstler. Mhm. Also ich hole da, wo ein anderer Kabarettist vielleicht sagen hat, um Gottes Willen, da fahre ich ja gleich wieder heim, da hole ich noch was raus. Also ich mache aus nichts auch noch was. Also ich spiele ja oft einmal experimentelle Auftritte, wo man sagt, das ist vielleicht ein Krampf oder so, keine Ahnung, Kneipe XY, der Eintritt ist frei, die Hälfte von den Leuten ist wegen mir da, die andere Hälfte ist zum Saufen da, dann kommst du da rauf hin und fangst da an und schüttelst dir den Kopf und sagst, was ist das für ein Schmarrn? Und dann da einen Zauber entstehen zu lassen an so einem Abend, das ist halt die große Kunst. Aber das ist vielleicht für dich eine Herausforderung. Ja, weil ich meine, da kannst du als Künstler halt auch gut wachsen eigentlich. Ja, genau, weil ich meine, wenn du jetzt einen Saal hast mit 300 Leuten, die alle nur wegen dir gekommen sind, schon ganz heiß sind, ja, das ist ein Selbstläufer. Ja, ist ein Selbstläufer. Also auch nicht, weil du musst da auch, du hast jetzt nicht fünfmal verspulen, oder du hast den Text vergessen. Aber grundsätzlich gehst du schon ist eine Aussetzung in so einem Abend. Es wird so eine Kneipen, wie du sagst, beispielsweise. Und da musst du dich durchsetzen. Da musst du sagen, da spielt die Musik und da wärst du der Gute. Das nächste, also keine Ahnung, wenn vor 10 Jahren also ein Lichtscheinwerfer auf der Bühne umgefallen ist, dann hat es dich vollkommen aus dem Konzept. Das erste ist der andere Künstler, wenn da irgendwas passiert, dann hat es aus dem Text aus und man das lesen und das sehen. Mir ist es mittlerweile ganz wurscht, also da, wenn ich meinen Fuß so ein Bumm, so ein Stinglicht umhaue,
Ja, dann stelle ich es halt so neben mit dem Spulen mit dem Fuß wieder auf. Ja, so. Also, also ich habe so das Gefühl, als darf man da auf so einen Punkt hier arbeiten, bis man irgendwann mal so weit ist, dass hinter dir die Bühne Feuer fangen und du sagst, ja, du musst einfach weiter, wenn es schon löschen. Aber, also dass man da so richtig abgebrüht ist und das nicht, weißt du schon, wenn du jetzt spielst, 300 Leute sind im Saal, da steht ja keiner auf und geht zum Bissl. Aber in einer Kneipenshow, da geht einmal einer vorbei, da kommt einer, neues das, neues sei. Und wenn du da dann textsicher bist und es haut dich da nicht raus, dann haut es dir überhaupt nicht raus. Dann haut es dich gar nicht raus. Aber wie du jetzt sagst, ja, ich kann mit allem leben, es bringt mir nichts mehr aus der Fassung. Ja, wird, also, nein, wird man da, in Anführungszeichen. Meine Frage jetzt, wird man da vielleicht ein bisschen abgebrüht und stumpft man da ab? Ja, so, also abgebrüht wird man schon, aber abstumpfen wird man jetzt nicht. Aber es ist schon so, das also muss man zugeben, wie der, ich meine, du bist ja Profimusiker, spielst ja von der Hochzeit. Ja, Profi. Country Roads. Haus- und Rufmusiker. Du spielst ja Country Roads auf der Hochzeit und denkst, ja, man muss ich da Rasen meinen. Ja. Und dann fahren wir schon auf und zum Indica. Und so geht es halt mir auch. Mhm. Wenn ihr ein Lied spielt, dann kannst du schon mal sein, Freitag auf Nacht, dass ich kurz mal überschlage, was ist morgen Vormittag alles zu tun. Das kannst du natürlich nur machen, wenn du da mal anspielst, das schon länger spielst. Also, okay, wenn ich Premiere habe und ich spiele die ersten zwei Wochen mein neues Programm, dann mache ich es nicht. Ja, das ist ja klar. Das ist ja, weil da musst du voll dabei bleiben. Das ist eine ganz andere. Da bist du ganz anders drin, du hast schon. Apropos Spulen, wir können direkt schon mal spulen, oder? Schon, Freilich. Haben wir Gitarre irgendwo da? Ich glaube schon. Da was. Aber trinken wir erst mal. Trinken wir erst mal, oder? Ein Schlickerl. Ein gutes Ficht, da haben wir Bier haben wir damit gebracht. Man geht ein schöner Grüß natürlich aus. Wir haben Markus Grüßer, der Chef von der Gesellschaftsbrauerei Fichtach, der das super Bier gesponsert hat. Bin ich gespannt, was du sagst. Was? Merci. Ja. Wunderbar. Dann hören wir uns eine Gitarre, oder? Alles vorbereitet. So, alles vorbereitet. So, spielen wir das daheim nicht. So. Da spielt nochmal mein Kamerad dazu, Trompeten, den habe ich überhaupt nicht dabei, weil mein Kamerad, der ist leider nicht gesellschaftsfähig. Gell. So, ich muss noch ein wenig Gitarre stimmen. Stimmt schon einigermaßen. Letztes Mal Leon hat gesagt, Vogelmeier stimmt die Gitarre nicht so genau, weil noch passt es besser zum Gesang. So, also, legen wir los. Ich spiele die Trompeten von dem Lied selber mit dem Mund, also nach. Ich hoffe, für das eine Lied geht es dann dabei schon. Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, ihr könnt es als Trompete erkennen. Ich weiß schon, es klingt mehr nach einer kranken Hähne. Ja. Ich gebe es ja offiziell, ich habe letztes Jahr am 70. Geburtstag gespielt auf dem Bauernhof und als ich die Trompeten gespielt habe, haben tatsächlich die Hähne von der Schupfer hinten vier gekommen. Ja. Da wo der Himmel weiß und blau ist, da bin ich daheim. Da wo es Bär und Wälder gibt, da bin ich daheim. Wo mein Herz herschlagt, ja, da bin ich daheim. Da wo Bierzelte stehen, da bin ich daheim. Wo das beste Bier ausgeschenkt wird, da bin ich daheim. Wo ein Rausch ganz normal ist, da bin ich daheim. Da wo die Lederhosen dran wird, da bin ich daheim. Da wo die Haferlschuhe bladeln, da bin ich daheim. Daheim fühl ich mich wohl, daheim da möchte ich sein. Daheim da kehr ich hin, daheim fühl ich mich frei. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sei ruhig. Daheim, das ist kein Ort, daheim, das ist ein Gefühl. Zwei jüngere Zuschauer haben, gell, in dieser Strophe ist ja gerade das Fensterln vorgekommen. Gell. Für die etwas Jüngeren unter uns, das Fensterln ist das WhatsApp von früher. Jetzt, wenn junge Leute zuschauen, wenn die sagen, ich trinke da Bier, geht da zwei kein Bier trinken, gell? Kein Bier vor vier. Nein, das ist besser, gell? Ja, nicht der Biertrinker, wenn es noch unter 16 seid, gell? Mein Kamerad, der Mani, der trinkt der Bier seit der 12 ist. Und der Mani, dem kennst du das an. Da kannst du sagen, was du möchtest, der Mani, dem kennst du das auch. Der Mani sagt immer, richtig besoffen bist erst dann, wenn du in einem Pfandautomaten einrülpst und er sagt, oh, du hast einen Kasten zurückgegeben. Da wo der Maibaum steht, ja, da bin ich daheim. Da wo die Leiderwingerl grantig schauen, da bin ich daheim. Wo der Bach vom Berg rauscht, da bin ich daheim.
daheim, wo der Steckerfisch im Bayer schwimmt, da bin ich daheim. Da wo die Volksmusik aufspielt, da bin ich daheim, wo der Schwänzbraten gesund ist, da bin ich daheim. Da wo die Weißwürst wohnen, da bin ich daheim, da wo geschnupft und Finger karet wird, da bin ich daheim. Da wo es noch eine Partei gibt, da bin ich daheim. Da wo der Pfarrer heimlich mausen muss, da bin ich daheim. Wo Nationalmannschaft in einem Verein spielt, da bin ich daheim, das vielleicht. Oder wo er oben weiß ist, da bin ich daheim. Daheim fühl ich mich wohl, daheim, da möchte ich sein. Daheim, da kehr ich hin, daheim fühl ich mich frei. Ich glaub doch, dass er jeder Mensch daheim sei ruhig. Daheim, das ist kein Ort, daheim, das ist ein Gefühl. So, dann wollen wir die Trompeten. Jetzt wollte ich aber natürlich keinen vom Trinken abholen, denn vor der letzten Strophe trinken wir noch einen kleinen Schluck, gell? Muss ich halt abhalten vom Trinken. Man muss nämlich genügend trinken, das ist sehr wichtig. Unbedingt genügend trinken. Man kann aber auch zu viel trinken. Das gibt es auch. Vielleicht habt ihr es in der Zeitung gelesen, in Amerika, da hat eine Frau jeden Tag 25 bis 30 Liter Wasser getrunken. Das war zu viel. Jeden Tag 25 bis 30 Liter Wasser. Das war zu viel. Die Frau ist dann gestorben. Die ist gestorben. Die ist beim Bieseln verhungert. Was gibt es ja gar nicht in Amerika, Wahnsinn. Wo die Leute im Wirtshaus nimmer rauchen, da bin ich daheim. Wo sich Leute zu viel gefallen lassen, da bin ich daheim. Wo der Preis gern Urlaub macht, da bin ich daheim. Wo die Leute Sepp Hans und Alex heißen, da bin ich daheim. Rot-Weiß, Rot-Blau und Weiß, ja, da bin ich daheim. Wo keiner Hochdeutsch schmatzen kann, ja, da bin ich daheim. Vom Burgenland bis Schwaben, da bin ich daheim. Von Franken bis Tirol, ja, da bin ich daheim. Daheim fühl ich mich wohl, daheim, da möchte ich sein. Daheim, da kehr ich hin, daheim fühl ich mich frei. Ich glaub doch, dass jeder Mensch daheim sei wohl. Daheim, das ist kein Ort, daheim, das ist ein Gefühl. Super, daheim, schön. Daheim, so ist es. Da wieder weg. Jawohl. So, das ist ein Song, ich glaube, der darf auf keinem Auftritt von dir fallen, oder? Nein, der darf nicht fallen. Darf ich dich leider beschweren? Das ist immer schlimm, wenn du da so ein Lied einmal denkst, das spielst du heute einmal nicht. Dann wird sich gleich beschweren. Das ist gleich. Genau. Der kommt dann auch im neuen Programm, das. Ja. Erzähl mir da was. Also ab September 2024 gibt es ein neues Programm, das heißt Lebensfreude. Ein rundum positives Programm, wo man vielleicht ein bisschen was persönlich mitnehmen kann, ein vielleicht etwas reiferes Programm, das man in 42 Jahren als Künstler etwas angemessen ist, als nur Gramm von Gaudi, aber natürlich ist Gramm von Gaudi auch immer beim Vogelmeier mit dabei. Die Leute sind nicht heimgehen und sagen, jawohl, so viel gelacht haben wir schon lange nicht mehr. Und vielleicht haben wir auch noch die ein oder andere Anregung, die den eigenen Horizont erweitert, noch mitgenommen oder die eigene Anregung übers Leben nachzudenken. Also alle Infos zum neuen Programm sieht man dann natürlich, wenn man bei dir auf Social Media, Homepage und so weiter vorbeischaut, weil das ist jetzt bestimmt gerade noch, jetzt sind wir im Frühjahr 2024, im September kommt es aus, das wird noch in Arbeit sein. Also man kann jetzt auch zum Programm kommen, das ist spiel gerade die Tour 20 Jahre Vogelmeier. Das ist eigentlich ein super Programm, ich habe so am Wochenende wieder gedacht, ich habe es gefühlt und mir gedacht, das ist eigentlich so toll, das Programm. Also, mir gefällt es deswegen so gut, weil es in sich ausgewogen ist. Das ist ja immer ganz schwierig, wenn du jetzt ein neues Programm machst, du hast fünf neue Lieder. Plus halt daheim und so weiter, die Evergreens, die Klassiker, die du eh spielen musst, dass das einfach in sich ein schlüssiges Bild gibt, dass das zwei Stunden einen schönen Spannungsbogen macht, eine schöne Spannungskurve nach oben. Und das ist halt irgendwie wichtig, dass das auch Sinn macht, das Programm. Und dass jetzt, sage ich mal, zwischen nur Blödsinn oder etwas anspruchsvollerem Humor einfach die Gewichtung stimmt. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und da bin ich jetzt sehr, sehr zufrieden. Also am allerzufriedensten von meinen ganzen Kabarettprogrammen aller Zeiten. Da muss ich jetzt erst einmal schauen, ob ich das für das neue Programm so entsprechend wieder hinbringe.
oder ob man das toppen kann. Und das ist halt immer eigentlich schade, weil das ist eigentlich immer die Effekt. Man denkt sich, man spielt gerade ein Programm und hoffentlich wird das, naja, gut, aber es ist dann. Wie gehst du vor beim Schreiben? Also, als erstes Mal müssen die Lieder stehen, oder? Ja, erst schreibe ich mir die Lieder, dann, ich arbeite so, dass ich einfach ein Word-Dokument habe, in dem ich immer das ganze Jahr, wenn mir irgendjemand was erzählt oder wenn ich einen Gedanken habe oder wenn ich einfach irgendwas Lustiges lese oder her mir das aufschreibe. Also eine Stoffsammlung. Eine Stoffsammlung, genau. Oder ich habe einfach gesagt, einen Geistesblitz, dass ich sage, über das kann man im Kabarett mal was machen, dann schreibe ich mir das halt auf und dann hat man da 10 oder 30 Seiten von Sachen und dann legt man sich das hier und dann erfindet man halt ein paar Geschichten und dann sieht man schon genau, ach, der Gag oder der Spruch oder diese Idee kann zu der Geschichte passen, das kann zu dem. Und ich mache halt immer so Geschichten, mit denen sich da identifizieren können. Okay. Also zum Beispiel der Lehrer in der Schule. Weil jeder war in der Schule, jeder hat einen Lehrer gehabt. Oder der Großvater daheim. Oder eine Beziehung, weil mein Publikum ist ja eher so das Kabarettpublikum, 35, 40 plus, sage ich jetzt mal vom Alter her. Also Ehe, Partnerschaft, sicher nicht sagen. Oder der Chef in der Arbeit. Das sind halt Themen, mit denen kann sich eigentlich jeder im Publikum identifizieren. Und wenn ich daraus was erzähle, dann lege ich kurz den Rahmen fest und jeder weiß, in dem Setting befinden wir uns jetzt und jeder kommt in der Geschichte mit. Mhm. Deswegen kann man jetzt nicht so super abstrakte Geschichten in irgendeinem Spezialgebiet machen. Mhm. Kann man schon, aber das über Atomphysik zum Beispiel. Ja, genau. Da wird es halt dann ein bisschen komplizierter. Aber man muss halt schon Sachen machen, da wo die Leute einfach sagen, jawohl, da, ich weiß sofort, wo sind wir. Genau. Gut. Zum Schluss des Videos möchte ich auch noch auf was zum Sprecher kommen. Und zwar, du hast gesagt, oder ich fange so an, deine Lieder und Texte sind alle im bayerischen Dialekt. Und du gibst den Dialekt auch weiter. Ja, ich mache Bayerischkurse an der Volkshochschule in ganz Bayern, also in Niederbayern, Oberbayern und in der Oberpfalz. Und auch an Gymnasien gebe ich diesen Kurs für die Schüler in der 8. Klasse, die da Dialekt im Deutschunterricht haben, im Lehrplan. Und ich mache ihn auch in Pflegeeinrichtungen und in Krankenhäusern für die ausländischen Pflegekräfte, die im Ausland super Deutsch lernen. Da kommen sie da zu uns. Langgeist. In Niederbayern, ja, oder genau, in der Oberpfalz oder so. Genau, und dann verstehen sie nichts. Und das ist eine gewisse Problematik und die habe ich halt erkannt für den Pflegebereich. Und da funktioniert es ganz gut. Und wie gesagt, in der Volkshochschule ist also dass halt der Kurs heißt Bayerisch für Zugeraste und Bayern, deren Herz für die Heimat schlägt. Das heißt also für Zugeraste, Ausländer, auch Leute aus dem nicht-deutschen Ausland, beziehungsweise aber auch aus dem nicht-bayerischen, innerdeutschen Lande, dürfen hier gerne teilnehmen, um ein bisschen die bayerische Sprache besser verstehen zu lernen. Und Bayern hat auch herzlich willkommen, weil man quasi eingefleischter Bayer, der auch was lernen. Du hast gerade von der Oberpfalz geredet, du bist ein Niederbayer, hast du den Zusatzkurs für die Oberpfalz schon gemacht? Oder? Ja, ja, ich weiß schon, das unterscheidet sich ein bisschen, aber im Endeffekt sind es nur einige Laute bzw. einige Eigenwörter, die es da gibt. Und mit den Eigenwörtern, die gibt es sowieso ein paar Pfalz, gibt es auch ganz andere Eigenwörter als bei uns. Und ich habe das Glück, dass ich da im Mittelfeld nur 12 oder 14 Kilometer Richtung Ringsburg und Oberpfalz habe, beziehungsweise auch Richtung Kam hinten. Ja. Also ich bin eigentlich fast schon ein Oberpfälzer, kann man sagen. Also nicht ganz, aber ich bin sehr nah. Das werden jetzt die anderen Niederbayern hier da. Ja, ich bin da sehr nah am Dialekt auch da und man merkt das, also wenn es bei uns Ohrdorf weiterfasst, da ist es schon wieder anders. Das ist schon ein bisschen außer. Und also von dem her, und wie gesagt, meine Darbietungen sind sowieso meistens in einem sehr abgeschliffenen Schelm-Dialekt, wie es jetzt auf Antenne Bayern ring oder sowas, weil ich natürlich nicht nur in Bayern, ich spüre in Sachsen, in Thüringen, in Hessen und Baden-Württemberg, in Österreich und in der Schweiz und da muss man auch ein gepflegtes Bayerisch reden. Also ich habe es ja einigermaßen nur im Dialekt gemacht, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Interview geben darf, irgendwo im Allgäu oder so, oder du glaubst nicht, wo meine Videos überall hingehen. Ja, ja. Es passt jetzt gut. Schreibt es mal drunter, von wo ihr gerade zuschaut. Genau. Weil der Vogelmeier, glaube ich, denkt, ja, Landkreis Ring, da ist ein wenig Heiß noch dabei und ein bisschen vom Moos. Ja, 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 genau. Aber was vielleicht lustig ist, wenn man die, es ist immer witzig bei den Videos, wenn gleich bayerisch werden, wenn man mal als YouTube-User die automatischen Untertitel aktiviert. Genau. Da stehen dann immer noch andere Sachen. Das machen wir, ja, genau. Du, es geht doch mal so lustig. Die Zeit vergeht so schnell wieder heute. Ja, Wahnsinn, gell. Es freut mich wirklich narrisch, dass du Zeit gefunden hast. Habe ich einfach gesagt, dass du mich immer bist. Und dass wir so ein wunderschönes Gespräch gehabt haben. Jetzt trinken wir nochmal, oder? Zum Abschluss. Prost. 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 Was ich noch sagen möchte. Also, wenn du nähere Informationen zum Vogelmeier nochmal kriegen möchtest, dann schaut es vorbei natürlich auf seiner Homepage, Instagram, Facebook und so weiter. Alles. Folgt es ihm.
Genau. Schaut unbedingt auch auf die Live-Auftritte vorbei, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Like, gehen Sie aus, schaut euch seine Kabarettisten wirklich einmal mit Haut und Haar an, wie es vorhin stehen. Das macht es noch mehr anders, wie wenn man was, heute ist so alles bei den jungen Leuten, Social Media und da wegen durchwischen. Ja, ja, ja. Aber live in einem Zuschauerraum sitzen, wo 100, 200 Leute drin haben. Das ist schon mal ganz was anderes. Wo man also generell schaut das Kabarett durch, es muss ja gar nicht unbedingt bei mir sein, es gibt ja auch viele tolle Kollegen. Und auch mal einen anschauen, den man vielleicht, den man gar nicht kennt, von dem man noch nie was gehört hat, das ist meistens auch ganz amüsant. Also sagen wir, wer ein gescheites Plakat hat und wer gescheite Webseiten hat, ist so weit fortgeschritten als Künstler, dass er auf der Bühne einigermaßen was präsentiert. Das heißt, der hat seine ersten 100 Auftritte schon gespielt. Die haben angekommen, was sonst das ja nicht mehr machen. Also gibt es auch mal Leuten eine Chance, von denen ich noch nie was gehört habe. Das ist ja durchaus möglich, dass ihr vom Vogelmeier noch nie was gehört habt. Also aber jetzt und kommt gerne mal zu mir, aber schaut auch gerne die anderen an, weil das man kann da nur. Also das ist eigentlich immer toll. Und, ja. Ich finde, das sind schöne abschließende Worte. Vielen Danke, Dank. Habe ich schon gesagt. Und an alle Leute da draußen, wie gesagt, schaut vorbei auf allem, was der Vogelmeier macht. Auch auf meinen Kanal unbedingt abonnieren, auf Gefällt mir klicken und die Videos teilen hinaus in die große weite Welt. Dann kann nichts mehr passieren. Dann kann ich nur noch sagen, liebe Leute da draußen, bleibt gesund, macht es gut und bis bald im Wald. Pfiat euch, Servus. Habe ich dir.